Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Vandal Hearts. Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer mehr, ob wir nach Pioneer Town müssen oder zum Oromi Lake. Es ist eine Weile her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe, aber ich glaube, wir müssen zu diesem See, oder? Ich tippe einfach mal, dass wir da zu dem See müssen. Boah, Musik wieder extrem laut. Wird natürlich Zeit, dass es hier mal ein bisschen weitergeht. Na, wir gehen nämlich auch langsam die Folgen aus. Also, na, es sieht doch gut aus. Wenn dies der Oromi-See ist, wo ist dann der Tempel? Hihi, aufgepasst. Ja, die Kleine haben wir ja noch dabei, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran. Geister des Sees, haltet, was ihr den Herrschern von Biruni versprochen habt. Was? De gustibus non est disputandum. Keine Ahnung, ob das Latein war oder ob das irgendeine Fantasiesprache war. Aber scheint zu funktionieren. Da erhebt sich auf jeden Fall mal was. Da ist was Größeres. Ist auf jeden Fall was Größeres. Und sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Natürlich sieht es hässlich aus, weil es Pixel sind, aber insgesamt auf jeden Fall sieht es imposant aus. Das war echt cool. Aber was ist das? Ja. Wächter. Wenn sie diese Prüfung überleben, werden wir den Weg weisen. Sie werden uns nicht kampflos durchlassen. Wenn ich das Tor erreiche, müssten sie zurückweichen. Wir müssen Lina schützen, damit sie zum Tor gelangen kann. Ja, und damit hat Ash uns auch schon direkt verraten, was wir machen müssen. Ich glaube, Lina, ja genau, die ist nämlich auch da. Lina zum Eingang bringen. Ist unser Ziel also hier auf dieses Feld, nehme ich an, und dann sehen wir mal weiter, was passiert. Was waren die anderen Sachen hier? Battle Condition. Ash oder Lina sterben, dann ist kacke. So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben zwei Fernkämpfer, zwei Nahkämpfer. Ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so schlimm. Die können nichts machen. Ich gehe davon aus, dass die auch nicht so weit schießen können, dass wir irgendwie von denen attackiert werden. Aber ich glaube schon, dass sie ja, auf jeden Fall schießen kann. Und das macht sie auch. Ja, bitte. Direkt mal ausnutzen hier unsere Bogenschützen. Na, das ist egal. Darius, der kann auch einen auf den schießen. No problemo. Dann müssen wir natürlich aufpassen. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir das erreichen. Ich erinnere mich zwar an das Level hier, aber ich bin... Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, das ist zu tief. Also Diego kann auch nicht über das Wasser diesmal. Er muss den harten Weg gehen. Ich sehe gar nichts. So, hier. Ja, ich denke, dass er hier hingehen kann auf jeden Fall und schon mal eine Runde Salamander. Wenn wir alle treffen, vorausgesetzt. Und wir treffen alle. Sehr schön. Ich weiß natürlich nicht, sind das Tanks, diese zwei? Aber ich glaube, das sind ganz normale Schwertkämpfer. Von daher wird dieser Zauber auch nicht jetzt ihn platt machen, irgendwie. Aber, na okay, 76, das ist doch schon ganz gut. Leider nur 45 bei dem. Vielleicht kriegen wir den einen schon weg. Ah, nicht ganz. Aber ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Alles cool und er steigt auf. Sehr schön. Mit Diego... ja, würde ich... Der kann ja so weit. Der soll einfach hier hingehen. Schon mal. So, reicht das, wenn ich mit ihr... Ah, das wird nicht reichen. Für Salamander, dass wir alle treffen.
Boah, doch, das reicht. Ja, da machen wir das. Beide eine Runde Salamander. Und wir haben ja auch noch genug Mana übrig dann. So ist es ja nicht. Warum ist das denn so laut auf meinem Kopfhörer, ey? Dann fliegt ja das Blech weg. Ich habe das schon deutlich leiser gemacht. Ja, sehr schön. 81. Die zieht sogar ein bisschen mehr ab. Eigentlich sehr gut. So, der ist jetzt aber tatsächlich weg. Noch besser. Auch ordentlich gepunktet. Ja, ich denke, es ist Zeit, mal mit unseren Tanks auch ein bisschen was zu machen. Ist natürlich blöd, dass hier Dolan so weit hinten steht. So, der Tank ist durch. Ja, unser Aaron kann daher. Okay, es. Puh. Ja, nee, machen wir nicht. Da tun wir doch lieber. Ach, Ash kann ja auch dahin. Aber Ash könnte. Kann er? Kann er nicht, kann, von da kann er, von hier kann er gar nicht komplett angegriffen werden. Dann machen wir das so. Dann kann Clint auch hier hin. Dann können wir sie steuern? Nein. Das macht natürlich wieder der Computer. Ich hoffe, der baut keinen Mist. Die soll sich nämlich schön im Hintergrund aufhalten, weil wenn die einen abkriegt, glaube ich, ist das nicht so gut. Alles klar, dann macht mal. Na? Oh. Naja, 55 ist okay. Grock erledigt den. Sehr gut. Boah, so viele Punkte und es hat nichts gebracht. Jetzt gehen die natürlich alle auf Grock, ne? Das ist total ätzend. Aber der überlebt's und das ist das Einzige, was zählt. Natürlich, natürlich. Aber von vorne, ja, ist okay. Kann ich mit leben. Die können nichts machen, das ist klar. Die sind viel zu weit weg. Aber bald werden die was machen können. So. Die kriegen wir ja wohl jetzt so hier weggebraten, oder? Genau, mit einem schönen Schwinger. So, wie viel hat der noch? Auch 61. Müsste ja der Clint schaffen. So ist es auch. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mit Huxley, genau, sehr weit nach vorne kommen. Supreme Healing. Ist Supreme Healing jetzt das Stärkste? Oder was? Das kostet halt. Aha, das heilt das ganze Feld, trifft es. Okay. Okay, das ist natürlich extrem. Brauchen wir nicht. Wir brauchen hier Ultra Healing oder so. Ja, komm, egal. Grock ist der Einzige, der ein bisschen was abbekommen hat. Also dieses Supreme Healing ist neu, also das ganze Feld ist natürlich super, wenn viele angeschlagen sind und wenn die nicht zu erreichen sind. Also besser geht's ja dann eigentlich nicht mehr. So, dann machen wir sie hier hin. Wenn es geht, genau, machen wir den noch ein Stück weiter vor. Ja, dahin. Aaron geht ganz nach hier. Obwohl, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man da drauf geht. Okay. Ja, sie kann ja hier hingehen. Ist natürlich so ein Getummel hier, weil da weiß man wieder nicht, wo man die hinstellen soll, weil die Lina muss ja auch ein Stück vorwärts kommen. Und die kommen jetzt wirklich nur ein kleines Stückchen vorwärts.
Ja, diese Basilisken treffen uns auch nicht gut. So, da ist es schon mal ein Stück. Das ist ganz gut. Bis wohin kommt sie jetzt? Bis einen davor. Okay, dann gehen wir mit Ash auf jeden Fall hier hin. Mit Clint nach da. Mit Dolan mal ganz nach vorne. Ja. Grock geht mal in die Ecke. Wieso nicht? Bogenschützin nach vorne. Darius hier an die Seite. Ich weiß ja auch nicht, wo sich der neue Weg eröffnen wird. Ja, ich würde sie ja... Egal, machen wir sie hier hin. So, erstmal da... Au, scheiße, jetzt habe ich mit dem natürlich nicht in die... nicht in die günstigste Richtung geguckt. Egal. Kein Problem, kein Problem. So. Ja, noch drückt sie ja auch nicht, von daher... nicht so schlimm. So, ich will eigentlich jetzt gar nichts mehr ändern, großartig, außer... vielleicht... Darius nach da... Okay, ja. Alles klar, dann mach mal deinen Zauberspruch. Die... alten Eulen da, ey. Beim Blute, das in meinen Adern fließt. Sic transit gloria mundi. Ein Traum, da geht's auf. Oh Mann, nee, ne? Das ist genau an der Stelle. Oh, da sind auch noch welche. Shit! Oh mein Gott! Ich muss mit Sarah ganz dringend da weg. Aber wir sind dran, oder? Es wäre schon richtig mies, wenn wir jetzt nicht dran wären. Dankeschön. Sehr lieb. Absolut, absolut. Eleni, du bist natürlich jetzt... ist schön, dass du so weit wegstehst. Ist ja dumm. Ach nein, dein Ernst, diese sind hier... Ach, wir kommen nicht dran. Das ist ja mies. Das ist ja mies. Kommen wir auch mit Diego und so nicht da dran, dann ist es ja richtig... Boah, ein Upturner. Ein Upturner. Salamander, mein Freund. Salamander. Treffe ich die alle? Treffe ich alle. Oh, und da hinten den einen Spacken treffe ich auch noch. Geil. Okay. Sehr schön. Machen wir. Immer wieder eine Ehre. Der dauert halt lange, der Spruch, aber dafür haut er auch ordentlich rein. Ich habe in Erinnerung, dass es der stärkste Zauber ist, den man so kriegen kann. Vielleicht irre ich mich und es gibt noch einen stärkeren, aber das ist so der stärkste, an den ich mich erinnern kann. 85. Liebe Leute, das ist ja überragend viel, was wir da abziehen. Machen wir nämlich gleich nochmal und hoffen, dass wir die auch treffen. Den einen da, sage ich ja, haben wir auch erwischt. Da leider nur 52, das ist ein bisschen mager. Zumal, sie kommt dahin. Das müsste sie trotzdem alle treffen, wenn wir hier... Boah, scheiße, ey. Was ein Mist. Na gut, wir können natürlich auf den einen da ballern. Ich bin beeindruckt, wie viel das abzieht. Wow, da bin ich wirklich beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel abzieht. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Dann gehen wir nämlich mit... ihm erstmal dahin. Kann er nicht getroffen werden, das ist gut. Blöd ist natürlich, dass wir nicht auf den da schießen können. Weil wir mit ihm schön doof im Weg stehen.
Das war taktisch. Ja, das war taktisch mega unklug. Aber sei es drum. Wir machen jetzt erstmal. Gucken wir, ob der Salamander hier reinhaut. Die treffen wir alle. Alle, die wir müssen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Na, die sind jetzt eigentlich auch kein Problem mehr. Also, ein Schlag, dann sind die ja weg. Das ist das Gute. Das sind zwar vier Stück, sieht im ersten Moment sehr gefährlich aus, ist es aber gar nicht. Doof nur, wir haben hier leider nur einen jetzt weg. Und der andere überlebt das dummerweise. Ach man, ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ja, ich könnte das machen, das wäre aber... Boah, wir haben halt alle unsere Ritter so in die falsche Richtung beordert. Magic, Ultra Healing. Ach, kann man das nicht so machen, dass da nur Darius getroffen wird? Nein, können wir nicht. Dann dürfen alle jetzt ein bisschen von der Magie kosten. Okay, aber es sieht doch ganz nett aus eigentlich. Also wenn jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, denke ich, dass wir das ganz gut im Griff haben. Im Moment noch. So, wir können jetzt mit ihr, aber so weit schießen kann die, glaube ich, nicht, oder? Doch, astrein. Oh, ein Traum. Da schießen wir natürlich auf den. Der Drecksack, ey. Sauber. Die kann man ja auch nicht anders da wegholen. Toll, mit Grock natürlich total in die falsche Richtung. So, Aaron und Diego und natürlich auch Ash, den wir zurückholen. So, Grock gehen wir über diese Seite. Wir haben noch Huxley. Ne, Huxley bleibt da, wo er ist. Sonst können wir nichts machen. Dann gucken wir mal, was die da machen. Na, ist natürlich doof, ne? Die können jetzt sich auf einen konzentrieren. In dem Fall auf Clint. Wenn der jetzt vier Schläge kassieren muss, dann schafft er das nicht. Weil er die natürlich killt. Weil er die natürlich killt. Ja, und die gehen auch alle auf ihn. Einer muss mal blocken. Also, wäre auch gut, wenn er einen blockt. Das ist schön. Wäre noch besser, wenn der jetzt blockt. Scheiße, macht er nicht. Also, Clint, ja, aufgestiegen, sehr gut. Er stellt sich dieser Übermacht. Ach komm, einer muss doch hier Darius angreifen. Jetzt mach mich nicht traurig, ey. Muss noch einen abblocken oder der Gegner muss blocken. 61, nein, das passt genau nicht. Das passt genau nicht. Er stirbt. Er stirbt ganz genau. Oh, mega ärgerlich. Mega ärgerlich. So unnötig. Und absolut ärgerlich. Scheiße. Wegen zwei Lebenspunkten ist er jetzt gestorben. Das ist echt ganz, ganz bitter. Oh, und wir kommen mit ihm auch nicht dran. Was eine Kacke. Egal, lauf durch. So, wer könnte mal einen Schlag vertragen hier? Diego? Ammon? Nehmen wir mal Ammon hier. Wenn der da den Umweg geht, ist es nicht so schlimm. Ach, scheiße. Das ärgert mich jetzt, dass da wieder Clint draufgegangen ist. Wenigstens ist er ein Level aufgestiegen. Also hat ja wenigstens das einen Sinn gehabt.
unsere Magier. Auch Eleni. Ups, Eleni nach vorne wieder. Hat eigentlich jetzt irgendeiner Schaden genommen? Nee, ne? Gar keiner hat Schaden genommen. Aber Clint ist trotzdem tot, ne? Er ist der Einzige, dem geschadet wurde und der stirbt. Das ist echt richtig ärgerlich. Ach so, der kann ja da durchlaufen, okay. So, wir bleiben als Gruppe hier schön zusammen. Die können uns immer noch nicht angreifen, nehme ich an. Wenn wir da in die Kiste gehen, dann können die uns aber angreifen. Oder? Können die uns nicht angreifen? Da ist die Kiste. Ja, die können uns nicht direkt angreifen. Warten wir erstmal, bis da ein paar Leute hinterhergekommen sind, wie zum Beispiel ein Magier, eine Bogenschützin, eine Heilerin. Ne, nicht dahin. Müssen wir mal kurz gucken, bis wohin die laufen kann. Bis da, okay. Dann lassen wir da die Lücke. So. Alles klar. Und du kannst dahin. Okay. Bisher haben wir alles ganz gut gesäubert. Ärgerlich trotzdem wegen Clint. Das nervt mich richtig, ey. Das nervt mich echt brutal. Weil es auch so unnötig war. So, gucken wir mal, ob das funktioniert hier. Oh ja, oh! Eine Goldaxt. Cool. Auf jeden Fall cool. Ganz vorne mal ihn hin. Ja, Ash. Ist ja auch ein wichtiger Charakter, sodass Eleni auch ein Stück vor kann. Ja, und der Rest muss jetzt warten auf sie, auf die Lina. Er kann getroffen werden, wenn die wechseln würden, die Plätze. Tun sie aber nicht, von daher. Erhebe dich aus deinem langen Schlummer. Nun out, nun quam. Na. Da kommt das letzte Puzzleteil. Und erfreulicherweise sind da auch noch zwei Ochsen drauf. Alles klar, okay. Das ist alles, was jetzt noch da ist. Dann denke ich... Ah, jetzt kann man da drauf, ne? Aber nur von da aus. Salamander? Nicht gut. Okay. Gehen wir hier hin. Salamander, sehr gut, da treffe ich sie alle. Traumhaft. So, Eleni wird da nicht so viel Glück haben. Mit der bin ich einfach zu weit weg, als dass ich da großartig einen Schaden anrichten könnte. Aber die müssen trotzdem jetzt erstmal einstecken. Wow, 82, der hatte ja auch schon eingesteckt.
Gut. Gut, gut. Also durchaus ein durchaus starker Angriff. Wie sieht's aus, wenn ich hier stehe und meine verkackte Magie mache? Salamander. Da treffe ich nur den da hinten in der Ecke nicht. Scheiß mal drauf. Ich muss diesen Angriff machen, auch wenn ich einen nicht erwische. Geht nicht anders. So, ja, wenn ich den anschießen würde, wäre der schon wahrscheinlich kaputt. Den einen kriegen wir down, die anderen kriegen wir wieder auf diesem Level, dass sie nur noch einen Schlag brauchen, um zu sterben. Ja. Ordentlich auf jeden Fall. Ein Moment. Bis wohin könnte er? Bis. Boah. Die können weit gehen, ne? Nur er nicht. Also er könnte höchstens einer angreifen. Das ist okay. Man könnte was ausprobieren. Na, das reicht nicht. Okay. Nicht gut. Dann schieß. So, ist der eine schon mal weg. Oh shit, ja, habe ich nicht aufgepasst, ne? Der könnte mich nicht anschießen. Ah, gut. Dann passt es ja doch. Dann passt es ja doch. Gehen wir mit ihm auch ein Stück zurück. So, so. Ich würde mich gerne noch vor Kira stellen, aber es geht nicht. Der kommt nicht ran, aber der kommt halt ran. Plus die Schützen, die einen dann... Ah ne, ein Schütze, okay. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. So, ja, dahin. Sarah, bitte dahin. Und Huxley kann auch endlich mal ein Stückchen näher kommen. Turnover. Ich hoffe, die Lina rennt jetzt nicht los. Das wäre ganz schön dämlich. Nee, kann sie auch gar nicht, weil die da im Weg stehen. Ja, das hält sie locker aus. Weg der Klotz und endlich mal Punkte für Darius. Für Darius, sag ich schon. Für Dolan. Und ein schickes Level-Up. Das gefällt. So, das war klar, dass der Ochse da schießt. Ja, selbst wenn er noch einen abkriegen würde, wäre das nicht ganz so tragisch. Ach, herrje, guck mal den an. Schießt er da auf Soha? Das ist ja auch frech. Das ist ja auch mal richtig frech. Freundchen. Weißt du, was ich davon halte? Da gibt's erstmal... Ach nee, scheiße, ich kann keinen Salamander mehr machen. Aber hier gibt's erstmal Avalanche gegen den. Ich zeig dir jetzt mal richtig was, Junge. Mach Avalanche gegen den. Okay. Wenn ich schon keinen Salamander kriege, dann Stein auf Stein. Könnte reichen. Der alte Drecksack, ey. Einen Moment. Ich brauche Eleni, brauche ich jetzt hier gerade gar nicht. Muss auch nicht zaubern, kann weg. Ich möchte gerne, dass... Darius hier noch einen schön einen wegmacht. Genau so habe ich mir das vorgestellt und der letzte Schlag gebührt dann nochmal Darius. Wo er auch mutig, ne? 107 Energie.
Aber war schön. So, was muss ich jetzt machen? Hier hin oder was? Oder Lina muss dahin oder Ash? Kann ich jetzt gar nicht so genau bestimmen. Also wir beenden jetzt erstmal die Runde. Ich denke, Lina muss jetzt noch zur Tür. Aber man weiß es halt auch nicht, ne? Wir werden jetzt hier schön trotz allem ein bisschen hinterher gehen. Und machen hier nochmal schön Ultra Healing. Das Dolan, das abbekommt, hat ja ein bisschen eingesteckt. Außerdem, ich weiß, es zieht sich jetzt ein bisschen wieder. Ja, das ist leider so, aber er hat richtig was abgezogen bekommen. Und es gibt natürlich Erfahrungspunkte für Sarah. Auch wichtig. Auch wenn es nur 10 sind, die Heiler, die haben es eh ein bisschen schwer. Deswegen machen wir mit Huxley auch nochmal hier Healing Plus. Diesmal trifft es auch nur den, der es braucht. Man benötigt auch nur Healing Plus. Boah, so wenig. Das ist echt nix. Da hätte ich mir jetzt auch ein bisschen mehr vorgestellt. So. Dolan und Kira sichern das Tor ein bisschen ab. Weil es können ja immer mal Überraschungen passieren und dann steht man doof da. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass keine Überraschungen mehr passieren. Und dass wir diese Mission jetzt erledigt haben. Und so ist es auch. You win! Schade, Clint gestorben, wenigstens ein Level aufgestiegen. Es waren doch einige Gegner, also es gibt schon ordentlich was. Oh, fast 30.000, wäre der Tod nicht von Clint gewesen. Wäre das überragend. Das wäre überragend. So leider nicht. Aber immerhin, wir sind jetzt da am Tempel. Ist doch auch mal ganz nett. Da steckt das Schwert. Dies ist also Vandalheart. Lina, du musst das Schwert entsiegeln. Ich werde es versuchen. Nicht weiter. Och nee. Es ist Xeno. Ich nutzte die Chance und folgte euch. Ich ahnte nicht, dass ihr eine Reliquie dieser Bedeutung finden würdet. Vandalheart, das berühmte Schwert der Zerstörung. Xeno, jetzt keine dummen Gedanken. Ha, selbst sie können mich jetzt nicht mehr stoppen, Soha. Ich habe die Geheimnisse der Phasenmagie entdeckt. Dimensionsloch! Oh ne, jetzt macht er da eins oder was? Er hat selber einen Raum-Zeitriss bewirkt. Ach nö. Der kommt uns aber auch immer in die Quere, ne? Wieder so ein Scheißriss. Da haben wir schon Erfahrung mit gehabt einmal. Oh nein. Ah! Jetzt hat er sich Lina gepackt. Lina! Eleni, nein! Oh, Ash hält sie auf. Eleni, hilf mir! Jetzt ist sie futsch. Und zwar alleine. Ha! Eure letzte Chance ist dahin. Wir sehen uns zur Apokalypse wieder. Was ein Arschgesicht, ey. Der muss ein Arschgesicht haben, jetzt hat er keine Maske auf. Was machen wir bloß jetzt? Mist. Auf ewig versiegelt. Das ist nicht wahr. Was?
Ich erinnere mich jetzt wieder an die Wahrheit. Ich bin Lina. Lina ist Eleni. Also ich... Eleni, sind Sie wohl auf? Setzen Sie sich und ruhen Sie etwas. Ich bin in Ordnung, Ash. Und ich weiß jetzt, wer ich bin. Hört alle her. Lina ist auch okay. Sie kam vor 18 Jahren aus dem Raum Zeitriss. Sie wird ein bisschen herumwandern und bald von Magnus gefunden werden. Sie meinen also... Genau. Lina, das bin ich in meiner Vergangenheit. Gebt die Hoffnung nicht auf. Als letzte Biruni-Zauberin darf ich dieses Siegel brechen. So ein Zufall aber auch. Man hat ihr aber auch, diese Lina, auch tatsächlich die Ähnlichkeit angesehen. Schließe ein Blutsbündnis mit uns. Morituri te saltuamus. Salutamus. Damit hat Xeno wahrscheinlich nicht gerechnet, dass wir das Siegel trotzdem brechen können. Was ist denn jetzt? Ah, okay. Scheint zu klappen. Das Siegel ist weg. Ash, nehmen Sie das Schwert. Yo, da haben wir Vendelhard. Sehr schöne Pose. Mein ganzer Körper wird von Energie durchströmt. Dies ist das Vendelhard. Das ist korrekt, Ash. Das ist korrekt. Und wir haben es uns verdient. Kapitel 5 The Legacy ist damit beendet. The great sword, Vandalheart, the only power which can resist the flames of judgment. Ash and his friends set off for the city of Shumeria to take their part in the Liberation Army's final assault. At the same time, Dolph, who had been secretly hiding his true ambition for years, saw the chaos after the death of Emperor Hell as his great chance to grasp the reins of power. Und habt ihr aufgepasst, es war von den Flames of Judgment die Rede. Und für die PS3 und ich glaube auch die Xbox 360 gibt es ja Vandalheart's Flames of Judgment. Aber nur als digitale Edition. A Fool's... Was ist das? Epitaph? Oder so? Keine Ahnung, was es heißt. Aber... Egal. Interessiert uns erstmal nicht. Wir haben es geschafft. Wir speichern jetzt auch direkt ab. Das soll nicht umsonst gewesen sein. War ja auch wieder ordentlich lang. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Rinjehauen bis zum nächsten Mal.